Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politikum hier bei TV Berlin, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Unser heutiger Gast ist extra aus Warschau angereist und ist der Wissenschaftler, Publizist und Autor Professor David Engels. Herzlich willkommen, David. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch. Ich mich auch. Und ich möchte unseren Gast natürlich zunächst einmal vorstellen, wie immer. David Engels kommt ursprünglich aus dem ostbelgischen Verviers. Er studierte und promovierte in alter Geschichte an der Universität in Aachen. 2008 wurde er auf den Lehrstuhl für römische Geschichte an der Universität Brüssel berufen, wo er auch Herausgeber der altertumswissenschaftlichen Zeitung Latomus war. Seit 2018 arbeitet er als Forschungsprofessor am Institut Zachodni in Polen und lehrt an der Akademie von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Gorzo Wilkopolski. Einem breiteren Publikum, vielen Menschen, wurde er aber besonders durch seine Bücher bekannt. Er hat zahlreiche Bücher selbst geschrieben, herausgegeben mit anderen zusammen, die sich um die Fragen europäischer Identität insbesondere drehen. 2014 gab es zum Beispiel das Buch Auf dem Weg ins Imperium, in dem er die Krise der EU mit dem Untergang der Römischen Republik verglich. 2019 Renovatio Europae, was tun in 2020. Jetzt das aktuelle Buch, das können wir auch mal hier bei der Gelegenheit hochhalten, Europa Eterna. Und darüber hinaus ist David Engels ein ausgewiesener Kenner von Oswald Spengler. Du bist ja auch Vorsitzender der Oswald Spengler Society und hast auch dazu ein Buch publiziert. Ja, seine Forschungsschwerpunkte sind abendländische Geistesgeschichte, europäische Identität, polnisch-westeuropäische Beziehung und besonders die Identitätskrise der Europäischen Union oder die Identitätskrise Europas. Also herzlich willkommen nochmal, schön, dass du bei uns bist in der Sendung. Sehr gerne. Ja, fangen wir gleich sozusagen mit den richtigen Hardcore-Themen an. Der Migrationsdruck in Europa steigt, die Schuldenberge der EU-Staaten wachsen. Experten warnen vor einem Finanzcrash und wir haben darüber hinaus erodierende Meinungsfreiheit, größere Political Correctness und auch Parallelgesellschaften, besonders islamische, die in Europa entstehen. Du hast ja in deinen vielen Büchern auf diese Problematiken hingewiesen. Ist Europa eigentlich ein Auslaufmodell? Tja, angesichts dieser vielen Krisen? Ja, das erweckt leider diesen Eindruck, ne, einer alternden Zivilisation, die eigentlich dabei ist, sich selbst zu zerstören. Douglas Murray sprach ja sogar vom Suicide of Europe, ne, oder of the West. Da ist leider schon sehr viel dran. Gut, ich denke, das sind zwei Faktoren natürlich wichtig. Auf der einen Seite, du erwähntest ja schon mein Interesse an Oswald Spengler, denke ich, dass doch die Geschichtsphilosophie sehr stark gezeigt hat, dass auch Zivilisationen sterblich sind, dass auch der Westen oder das Abendland nicht unsterblich ist, sondern eben auch früher oder später, so wie alle großen Reiche und Zivilisationen, seinen Niedergang und sein Ende erlebt. Ich denke, da können wir uns ganz eindeutig drin verorten. Ich glaube, dem kann man auch nicht entgehen. Aber das, was wir gegenwärtig auch politisch machen, macht es auch nicht besser. Ne? Also im Gegenteil, man hat so diesen Eindruck eines Teufelskreises, wo eigentlich all die Entscheidungen, die kollektiv getroffen werden und an denen ja nun nicht nur eine abgehobene Politikerkaste schuld ist, sondern auch eine Bevölkerung, die, man muss es ja nur zugestehen, regelmäßig dieses System auch bestärkt und bestätigt in mehr oder weniger freien Wahlen, Stichwort Berlin, natürlich auch alle möglichen Entscheidungen trifft, das Ganze zu verschlechtern. Stichwort Masseneinwanderung, Stichwort Energiesicherheit, Stichwort Schuldenbewältigung, Demografie, Desindustrialisierung, Abbau auch der wissenschaftlichen und sonstigen Bildung und so weiter. Das ist natürlich auch in vielem eine hausgemachte Krise und da kann man in der Tat nicht mit sehr viel Optimismus in die Zukunft blicken. In Berlin werden jetzt ja demnächst Wahlen wiederholt. Da werden wir ja sehen, ob sich dieser Kurs hier bestätigt. Wir schauen gespannt auf diese Stadt. Aber wo du gerade Oswald Spengler noch mal erwähntest. Also Oswald Spengler hat ja 1918 mit seinem Werk Untergang des Abendlandes das so vorausgezeichnet, fast schon prophetisch, muss man sagen. Er hat viele Dinge vorausgesehen, die ja jetzt in einer ganz anderen Epoche zum Tragen kommen. Und
Die Frage, die sich natürlich jeder stellt, der Oswald Spengler auch mal gelesen hat, ist, ist es eigentlich unausweichlich, dieser Lebenszyklus einer Zivilisation, die er dort beschreibt? Oder ist es wirklich eine Phase, selbst wenn man sich im Niedergang befindet, so wie du das ja beschreibst, wo man dem Ganzen noch etwas entgegenhalten kann und wo es so eine Art von kollektivem Aufwachen der europäischen Bürger geben kann, die dann sagen, wir unternehmen etwas, wir drehen das Rad zurück oder wir stellen eben Weichen, um das nicht geschehen zu lassen. Oder ist es gemäß Spengler quasi ein Prozess, der unausweichlich ist und wir müssen uns einfach in unser Schicksal fügen und sagen, schön war es, aber das war's. Naja, ich würde sagen halb halb. Also auf der einen Seite ist dieser Nieder- und Untergang meines Erachtens, Spengler und Toynbee und viele andere schreiben das ja auch, unausweichlich. Also das Rad der Geschichte kann man nicht zurückdrehen. Wir werden keine neue Renaissance, kein neues Mittelalter, keine neue, sagen wir mal, Industrialisierung oder irgendwie sowas erleben. Also wir sind schon, denke ich mal, ein Auslaufmodell. Das ist, denke ich, ganz klar. Aber die Frage ist natürlich immer, was macht man damit? Und du erwähntest ja auch diesen Lebensalterzyklus. Nun, wenn jemand auf die 70 zugeht, dann hat er natürlich auch immer noch die Möglichkeit, stürzt er sich jetzt, sagen wir mal, aus freiem Willen auch noch in einen Marathon ohne Vorbereitung und hat dann natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen für wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder Ähnliches. Oder im Gegenteil, pflegt er seinen Körper, nimmt er Rücksicht auf das jeweilige Status, wo er ist, merkt, dass er eben kein jugendlicher Mensch ist mehr, aber dass er trotzdem anderen sehr viel zu vermitteln hat, dass er sozusagen auch eine ganz andere Rolle auch einnimmt in diesem Alter. Das sind natürlich Entscheidungen, die wir jetzt auch treffen können. Wollen wir weiter eigentlich aufgrund einer völlig fehlgeleiteten Idealismus uns selbst im Interesse angeblich von Klima, Menschheit, Globalismus, Transhumanismus oder was auch immer, tatsächlich unsere Zivilisation aktiv vernichten, in dem Glauben sozusagen für ein höheres Ideal etwas zu erleben? Oder im Gegenteil, wollen wir das, was noch möglich ist, behalten? Wollen wir uns stärken? Wollen wir uns versuchen zu konsolidieren? Wollen wir versuchen, eben trotz dieser schwierigen Situation, in der wir uns befinden, dieses Erbe, das wir haben, langfristig doch irgendwie zu stabilisieren? Die Römer haben das ja gemacht in der späten Römischen Republik. Da stellte sich ja eine ähnliche Wahl. Da fiel dann eben auch dann nach langen Auseinandersetzungen, Bürgerkriegen und Ähnlichem, dann die Wahl durch den Prinzipat, später durch die Kaiserzeit, sagen wir mal, diese Konsolidierungsphase einer Zivilisation, die in sich selbst nicht mehr viele Innovativkräfte hatte, aber doch immerhin das Hergebrachte kanonisieren konnte, zu festigen und hat das dann auch tatsächlich einige hundert Jahre lang auch aktiv verteidigt. Mhm. Diese Wahl haben wir auch. Du hast ja eben die Industrialisierung erwähnt. Man wächst an Krisen. Jetzt haben wir ja die Digitalisierung als neue gesellschaftliche Herausforderung. Und jetzt hast du eben sozusagen den 70-Jährigen als Sinnbild dargelegt. Aber wir haben natürlich eine demografische Entwicklung. Wir produzieren ja nach wie vor, auch wenn sie sich jetzt vielleicht demografisch anders zusammengesetzt präsentieren, neue Generationen, die auch Zukunftsvisionen brauchen für ihre eigene Orientierung. Also auf der einen Seite gibt es ja durchaus neue Krisen, auf der anderen Seite produziert Europa, produziert Deutschland nachwachsende Generationen, die irgendwie Orientierung brauchen. Die Frage ist, ist das Potenzial da, eben nicht dem eigenen Niedergang als Zivilisation entgegenzusehen, sondern wirklich zu sagen, wir machen da jetzt was unter veränderten Vorzeichen draus. Tja, also Oder was würde gemäß Spengler ansonsten kommen? Also eine Zivilisation geht unter und dann? Also ich meine, das Stichwort ist ja, Stichwort produziert seine eigenen Nachkommen, ist ja schon in sich etwas problematisch, bedenken wir, dass wir das ja gerade nicht tun, letztlich. Ne? Also, in zu geringem Ausmaß, Also der demografische Niedergang in der einheimischen europäischen Bevölkerung ist ja flagrant und betrifft ja nicht nur Deutschland oder Frankreich, sondern ja auch andere europäische Staaten, Stichwort Polen, selbst Ungarn. Man sieht also überall offensichtlich keinen echten Willen mehr zum Leben. Man importiert eigentlich lieber diese neuen Generationen, als dass man sie selbst hervorbringt. Ich denke, das ist schon mal ein erstes Problem. Damit aber eng zusammenhängend ist die Tatsache, dass gerade diese neue Generation, ich sehe das ja auch in meiner Universitätslehre so ein bisschen, eigentlich leider zu einem schon sehr großen Teil
völlig abgekoppelt ist von dem, was man Abendland nennt. Also die meisten meiner Studenten, ob das nun in Deutschland, in Belgien oder leider auch in Polen sind, haben sich davon längst verabschiedet. Die meisten Menschen leben, oder die meisten jungen Leute, mit denen ich zu tun habe, denen sagt das nicht mehr. Sie fühlen sich nicht solidarisch mit diesem Begriff des Abendlandes. Wie kommt das? Das ist eine wichtige Frage. Wie kommt das? Nun, übergeordnet kann man natürlich sagen, es ist typisch für jede alternde Zivilisation, dass ihre Identität nachlässt und dass eben ein Großteil der Menschen zwar weiter, was gegenwärtig existiert, am Laufen hält gewissermaßen, aber nicht mehr kreativ mit neuem Sinn füllt. Die Zahl der Menschen, die tatsächlich kreativ etwas voranbringen können, schrumpft massiv. Das sieht man in allen alternden Zivilisationen. Das ist, glaube ich, die Metaebene. Und wenn wir jetzt auf die einzelnen Gründe in unserem Fall gucken, naja, das ist ja leicht gefunden. Also das Trauma des Zweiten Weltkriegs, des Totalitarismus, das überall in den Köpfen schwebt, das natürlich zu sehr großen Berührungsängsten mit einer zu großen Solidarisierung, mit Patriotismus, mit nationaler Größe, abendländischen Werten und sowas geführt hat, das ist das eine. Und dann hat man natürlich die zunehmend große Bedeutung linksliberaler, kulturmarxistischer Sichtweisen auf Zivilisation, die das Ganze als ein kapitalistisches, ausbeuterisches Elitenprojekt irgendwie stützen, das eigentlich schick macht, ja, sich damit zu desinfizieren. Was dann ja auch die nächste Form von Totalitarismus hervorbringen könnte. Ja. Und die Frage ist, also was mich auch immer so beschäftigt, wir sind ja in Europa mit der Aufklärung, mit einer sehr eigentlich gebildeten, heterogenen Bevölkerungszusammensetzung, haben wir ja eigentlich auch angesichts unserer geschichtlichen Erfahrung die besten Voraussetzungen, eigentlich aus unserer Geschichte gelernt zu haben. Warum sind wir gerade in Europa immer wieder so anfällig für totalitäre Entwicklungen? Naja, das ist natürlich auch etwas sehr, sehr typisch spätzeitliches. Ich meine, wenn wir jetzt in die späte Römische Republik schauen, dann sehen wir natürlich auch mit Figuren wie den Gracchen, aber auch wie Marius, Sulla, dann später auch Catilina, Caesar und so weiter, natürlich auch permanent die autoritäre und jedenfalls die autoritäre Versuchung. Teilweise kann man das sogar in gewissen Zügen, wie bei Sulla zum Beispiel, auch totalitär nennen. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Es ist typisch für unsere Zeit. Kann man aus der Geschichte lernen? Ich denke nicht. Ich mein, tatsächlich, ja? Naja, ich meine... Du als Historiker musst es ja wissen. Ja. Also wenn wir natürlich wieder dieses Altersmodell als Analogie nehmen, so bedeutet ja nicht unbedingt die Tatsache, dass wir verstehen, wie ein Mensch sich entwickelt oder auch wie ein Naturgesetz funktioniert, dass man das allein durch das Verständnis aufheben. Wir verstehen, wieso ein Mensch altert, aber das Verstehen bewirkt ja nicht, dass wir deshalb die große Ausnahme sind. Mhm. Da würde ich auch eher sagen, die Geschichte, wenn wir das geschichtsphilosophisch betrachten, lehrt jetzt nicht unbedingt, wie man Geschichte in völlig neue Bahnen treiben kann, sondern eigentlich eher, was überhaupt die Ellenbogenfreiheit ist, über die wir verfügen und innerhalb derer nun tatsächlich auch bessere oder schlechtere Entscheidungen getroffen werden kann. Aber dieser Glaube an eine offene Zukunft, in der alles jederzeit möglich ist, das ist meines Erachtens eine typische linke Fantasie, die eigentlich tausende Jahre lang von keinem Historiker oder Philosophen geteilt wurde, die eigentlich vielmehr darauf verwiesen, dass Geschichte in vielerlei Hinsicht durch viele Faktoren schon in großen Zügen determiniert ist. Also das heißt, Geschichte ist deiner Einschätzung als Historiker nach auch eher repetitiv und zyklisch, kann man das so sagen? Ja, absolut. Also es gibt diese Großzyklen, dass man sieht, dass die großen Zivilisationen, ob das jetzt die sumerische ist, die altchinesische, die ägyptische, die griechisch-römische und eben auch unsere abendländische, schon in großen Zügen sehr, sehr, sehr parallel verläuft eigentlich. Und man daher durchaus auch Geschichte in gewissen Grenzen voraussagen kann. Ne? Das denke ich, also ist für mich jedenfalls sehr überzeugend. Und es gibt natürlich aber auch in einem kleineren Maßstab durchaus repetitive Ereignisse, wo man sagen kann, naja, wenn wir gesehen haben, dass in der Vergangenheit die und die Konstellation immer wieder da und dahin führt, das ist natürlich schon eine gewisse Gesetzlichkeit. Mhm. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues, wenn man denkt, ob wir jetzt an Machiavelli denken, ob wir an Sun Tzu denken, ob wir an griechisch-römische Historiker denken, alle verweisen ja auf eine gewisse Eigengesetzlichkeit der Geschichte. Mhm. Sonst hätte ja auch
das Geschichtsstudium an sich ja keinen Sinn. Das ist natürlich auch das Problem, wenn ich das sagen kann, der gegenwärtigen akademischen Sichtweise auf Geschichte und leider der meisten meiner Kollegen. Das sind Leute, die zwar im ersten Semester den Studenten sagen, lernt Geschichte sozusagen, um die durch das Wissen der Vergangenheit die Gegenwart besser zu verstehen, die Zukunft auch teilweise irgendwie mitbestimmen zu können, die aber dann gleichzeitig auch überzeugt sind, nein, es gibt keine Gesetzlichkeit der Geschichte. Und da stelle ich immer die Fragen, wenn es die nicht gibt, wozu machen wir das denn überhaupt? Wenn wir sagen, alles ist jederzeit möglich, es gibt keine innere Logik, keine repetitiven Strukturen, dann hat das Studium der Geschichte ja auch keinerlei Sinn, weil es wirklich dann absolut nichts bringen könnte. Aber dass die Geschichtskollegen das so sehen, ist vielleicht auch eine Erklärung dann dafür, warum wir gesellschaftlich keine Frühwarnsysteme entwickelt haben. Denn das, was wir aus der Geschichte hätten lernen können, ist ja eigentlich, dass sich bestimmte Mechanismen tendieren zu wiederholen. Auch auf die Gefahr hin, dass man eben totalitäre Systeme neu entwickelt. Eigentlich hätte man da doch gesellschaftspolitisch, gerade in einer solchen Zeit, in der wir uns jetzt befinden, am zivilisatorischen Zenit sozusagen oder über den Zenit hinaus, da hätte man doch eigentlich ansetzen können. Ja. Also den Zenit, würde ich sagen, den haben wir natürlich schon lange überschritten im Abendland. Was wir gegenwärtig haben, das sind, um mit Spengler zu sprechen, noch extensive mechanistische Möglichkeiten. Aber der Zenit unserer Kultur, sagen wir mal, unserer Kreativität, unserer Ästhetik, der liegt schon ein paar Jahrhunderte zurück. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Und ja, diese Frühwarnsysteme, natürlich fehlt es. Es liegt aber auch daran, wenn wir die Geschichte schauen, nun im 19. Jahrhundert, Teile des 20. Jahrhunderts waren die meisten Politiker hochgebildet, waren meistens exzellente Historiker. Fast die gesamte englische Oberschicht war gleichzeitig auch historiografisch, wenn auch dilettantisch tätig. Das waren natürlich Leute, die wussten, was sie machten. Die auch eine Ahnung hatten, naja, das ist eine Konstellation wie damals und deshalb gibt es die und die Möglichkeiten. Das haben wir natürlich heute völlig verpasst. Die meisten unserer Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern anderswo, sind bestenfalls, sagen wir mal, Manager-Typen, die eigentlich sich eher in Wirtschaft als jetzt in Kultur auskennen. Leider. Das auch teilweise noch nicht mal. Und das, genau. Ne? Und noch diesen zweiten, sagen wir mal, das Profil des Studienabbrechers, wenn man so will, der dann sozusagen später den anderen etwas erklären will. Da ist natürlich eine unglaubliche kulturelle und geschichtliche Unbedarftheit am Werk von Leuten, die eigentlich keine Ahnung haben, was sie machen. Und das Resultat sehen wir natürlich, dass wir in die gröbsten Fallen tappen, vor die man uns schon vor 2500 Jahren gewarnt hat. Wir machen genau das. Die meisten der großen Fehler, die heute begangen werden, da kann man schon eigentlich bei den griechischen Historikern und Philosophen nachlesen, dass man davor warnt und ganz klar sagt, macht ihr das, dann geht es dahin. Das können wir alles schon bei Platon oder Thukydides nachlesen. Ja, und da sozusagen wieder die Brücke zu deinen Büchern zu finden, da setzt du ja auch an. Also du hast ja durchaus in deinen Werken auch konstruktive Vorschläge, wie wir Dinge anders und auch besser in Europa machen können, wie wir diesem zivilisatorischen Exodus entgegenwirken können. Ein Begriff, den du geprägt hast, ist der Hesperialismus, der sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art von Kulturkonservatismus ist in Verbindung mit einer abendländischen Form des Patriotismus. Ja. Das hört sich natürlich sehr gut an. Ist es reines Wunschdenken oder hältst du das für möglich, dass dieser Hesperialismus in den europäischen Völkern wirklich eine Art von Entwicklung, eine Art von Andockfähigkeit etabliert? Davon bin ich überzeugt, jedenfalls was die langfristige Entwicklung betrifft. Ich meine, an sich ist das, was ich auch propagiere in den Büchern, wenn man jetzt mal ganz pragmatisch, ist ja nun nichts anderes als das, was zwischen mehr oder weniger anständigen, gebildeten Menschen seit 2000 Jahren als Konsens üblich war. Das ist ja eigentlich nicht revolutionär in der Hinsicht, aber allein diese Tatsache schon, überhaupt die abendländische Tradition positiv zu rezipieren, ist ja heute schon fast ein revolutionärer oder dissidentischer Akt, ne, für den man ja der aller möglichen Begrifflichkeiten geziehen wird. Und ja, also dieser Gedanke des Hesperialismus beruht natürlich darauf, dass wir auch als konservative Menschen unser Heil eben nicht mehr im Souveränismus suchen müssen. Dafür ist unsere Zivilisation einfach zu sehr im Niedergang begriffen. Wenn wir tatsächlich gegen China, teilweise auch die USA, Russland, die Islam
dynamische Welt bestehen wollen, wenn wir weiter sozusagen in dieser multipolaren Welt existieren wollen, dann müssen wir uns zusammenraufen, dann müssen wir tatsächlich auch in europäischen Institutionen zusammenarbeiten, aber eben nicht auf Grundlage dieser EU-Paradigmen von universalen Menschenrechten, Gleichheit, Gender-Stories und so weiter. Natürlich sind die Werte, wie wir sie im Lissabonner Vertrag finden, die universalen Werte wichtig. Natürlich wollen wir sie nicht aufgeben. Aber an sich reichen sie nicht, weil sie eben natürlich auch von Leuten in Japan, Südkorea, Indien geteilt werden können. Sie sind ja gerade universale Menschenrechte. Das erklärt ja keinem Europäer, wieso er dann letztlich doch eine spezifische Solidarität seinen Mitmenschen in anderen europäischen Ländern empfinden sollte. Deshalb müssen wir zurückgehen zu diesem Abendlandbegriff und zeigen, dass wir alle, ob in Spanien, ob in Frankreich, ob in Polen oder in Italien oder Deutschland, eben nicht nur Menschen unseres Nationalstaats sind, sondern eben auch Abendländer. Und dass wir darauf stolz sein können, dass wir da einen gewissen gesunden Patriotismus auch entwickeln können, dass wir Abendländer sind, nicht weil wir besser wären als andere, sondern einfach, weil es unser Erbe ist und wir das Recht haben, dieses Erbe auch zu verteidigen und uns zu pflegen. Und das ist eigentlich die Grundlage dieser Sichtweise. Und ich denke schon, dass jedenfalls, wenn ich das so gegenwärtig sehe, in vielen Diskussionen mit konservativen Jugendlichen, die gibt es ja Gott sei Dank auch, dass sie mehr und mehr sich auch zu diesem Europabegriff, aber einem identitären Europabegriff durchringen. Also nicht EU-Begriff. Genau. Ganz genau. Dass sie also, sagen wir mal, diese übertriebene Idealisierung des Nationalstaats, die man bei der älteren Generation noch hat, bei der jüngeren eigentlich immer weniger eine Rolle spielt und da wirklich das Wort Europa im Sinne von Abendland, nicht im Sinne von EU, zunehmend etwas ist, was ihnen wichtig ist. Weil sie natürlich auch sehen, dass diese ganzen Krisen, die du ja eben erwähntest, ja nun auch nicht nur in Frankreich geschehen, sondern überall. Wir teilen ja überall in Europa genau dieselben Entwicklungen jetzt und wir können ihnen auch nur zusammen irgendwie begegnen. Das ist der Sinn und ich denke, dass diese Idee, die vor 10 Jahren vielleicht noch nicht so vertreten war in diesem konservativen Bereich, zunehmend an Terrain gewinnt. Ich denke, was für die Zuschauer auch noch sehr interessant sein könnte, du hattest ja ein Buch verfasst mit dem Titel Was tun, wo du auch wirklich ganz praktisch abgezielt hast auf, was kann jeder Einzelne tun, um sich dieser Ohnmacht der Entwicklung, die Entwicklung auslöst, zu stellen. Kannst du das noch mal in ein paar Sätzen zusammenfassen? Weil ich denke, das ist wirklich interessant, weil es ja auch was sehr Hoffnungsspendendes ist, für sich selber zu überlegen, ja, was kann ich dem praktisch entgegensetzen an gesellschaftlicher Entwicklung? Ja. Ja, sehr gerne. Also das ging ja von der Feststellung aus, dass es wenig Sinn hat, dass wir unsere ganze Energie eigentlich nur auf das Politische oder Soziale konzentrieren. Wir können natürlich durch unsere Wahlen, durch Bücher, durch Parteien, durch Politik versuchen, noch das zu retten vom Abendland, was rettbar ist. Aber damit ist es ja nicht begrenzt. Wir können ja nicht, es geht ja nicht nur darum, da einmal pro Jahr irgendwo in der Wahlkabine ein Kreuzchen zu machen und ansonsten weiter das postmoderne Leben zu führen, das die meisten haben. Wenn wir irgendwo tatsächlich dieses Abendland retten wollen, dann müssen wir es auch selbst verkörpern, dann müssen wir es selbst sein, dann müssen wir sozusagen in unserem alltäglichen Leben, sei es im Familienleben, im beruflichen Leben, in der Auswahl seiner Lebens-, seiner Nahrungsmittel, im Umgang mit der Natur, mit den Tieren, mit Schönheit, mit Haus, mit Ästhetik, eigentlich permanent diesem Ideal, das wir gesamtgesellschaftlich realisieren wollen, auch individuell Genüge tun. Und damit hapert es ja leider. Also, kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also was kann jetzt der normale Bürger tun? Oder was sollte er tun? Naja, sehr viel. Also ich habe ja versucht, in diesen 24 Kapiteln eigentlich sehr konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Das geht damit an, da fängt damit an, dass man eine Familie gründen soll, dass man Kinder haben soll, dass man sich um die Kinder selbst auch kümmern sollte und sich auf keinen Fall auf die Erziehungssysteme verlassen soll. Das geht damit auch zu, dass man nicht mehr seine Hoffnung auf den Staat setzen soll, sondern versuchen soll, Probleme in seiner eigenen Community zu regeln, dass man sich mit anderen Menschen umgeben soll, die ähnlich auch denken, dass man kleine, gewissermaßen Republiken des Geistes und der abendländischen Gesinnung hier und da gründet. Das hat auch damit zu tun, dass es für die meisten Westeuropäer allmählich an der Zeit wird, die Großstädte zu verlassen und sich eigentlich eher aufs Land auch zurückzuziehen, wo man tatsächlich noch einen Unterschied machen kann, dass man sich bemüht eben auch um einen unmittelbaren Zugang zur
zur Erde, um die Tatsache, seine eigenen Nahrungsmittel möglichst anzupflanzen. Das bedeutet jetzt nicht alles, keine Autarkie, das gibt es ja nicht. Wir wollen ja nicht naiv sein, man hat ja auch seinen Job gleichzeitig. Aber trotzdem, dass man einfach diesen Zugang zur Natur, zum Wachstum, zu den Pflanzen auch sucht, dass man eben selbst sich dessen bewusst ist, was man überhaupt ist, dass man eben den Zugang zu den Tieren hat, dass man sich wieder mit Natur umgibt, dass man ein positives, konservatives Naturbild entwickelt. Und natürlich auch, dass man einen positiven Zugang zur wichtigsten, zur eigentlichen Seele des Abendlands entwickelt, nämlich dem Christentum. Das heißt, dass man erneut sich löst aus diesem Hedonismus und Materialismus, der ja leider auch viele Konservative betrifft, und eigentlich erneut ein positives Verhältnis zur Transzendenz herstellt. Dass man sieht, dass das Wesentliche eigentlich nicht dieses Dasein ist, sondern eigentlich das Wesentliche ist das Heil, wenn ich jetzt so theologisch sprechen darf, unserer eigenen Seele. Das heißt, die Tatsache, dass wir merken, dass es Werte gibt, die wichtiger sind als alles andere. Und dass selbst wenn wir die 300-prozentige Gewissheit haben, dass all das, was wir hier tun, im Sinne dieses Ideals zu nichts führt, dass wir es trotzdem machen müssen, weil es wichtiger ist, seine Pflicht zu tun und eigentlich an diesen Werten sich auszurichten, 100-mal wichtiger ist, als einfach nur auf kurzfristiges Erfolgsdenken zu setzen. Mhm. Und das sind so einige der Punkte, es gibt natürlich viele, viele weitere mehr. Das sind, glaube ich, gute Inspirationen, die auch nochmal dazu anregen, das Buch auch zu lesen. In deinem neuen Buch Europa Eterna plädierst du ja für eine Verfassung einer Konföderation europäischer Nationen und sprichst davon, dass Europa sich eigentlich nur dann retten kann, wenn es diesen Ausweg aus der selbstmörderischen Identitätskrise findet. Mhm. Wie siehst du die Zukunftsperspektive für eine solche Verfassung einer Konföderation? Also es hat natürlich mehrere, sagen wir mal, Zielrichtungen, das Buch. Das eine ist natürlich schon, dass ich hoffe und eigentlich sogar überzeugt bin, dass eigentlich eine solche Struktur Europas, wie wir sie in dem Buch auch skizzieren, langfristig Erfolg haben kann und wird, denke ich mal, das ist das eine. Es dauert natürlich etwas bis dahin. Und kurzfristig ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, zu zeigen, dass es einen dritten Weg zwischen EU-Föderalismus auf der einen Seite, der ja meistens auch eine woke Ideologie bedeutet, und dem Appell Rückkehr zum Nationalstaat gibt. Es gibt einen dritten Weg dazwischen. Wir müssen als Konservative ein positives Verhältnis zur europäischen Integration entwickeln, aber ganz klar zeigen, das ist nicht das EU-Europa, das wir wollen. Auch wir wollen eine europäische Zusammenarbeit, das aber eben nicht nach dem Brüsseler Modell. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nicht? Ja. Weil Konservativen ja immer unterstellt wird, dass sie quasi antieuropäisch eingestellt sind. Genau. Damit wird ja auch bei den meisten Wahlen auch, sagen wir mal, so ein Buhmann aufgebaut von wegen, na, wenn ihr die wählt, dann zerstört ihr doch Europa und alles, was wir aufgebaut haben, dann kommen wir wieder in Kriege und so alles Mögliche rein. Das ist wichtig zu zeigen, nein, es gibt auch Konservative und mehr, denke ich, die auch ihr positives, konstruktives Europabild haben. Und deshalb haben wir versucht, und ich muss auch betonen, ich habe es nicht allein geschrieben, ich bin ja nur der, wenn man so will, der Initiator und Herausgeber des Bandes, das ist ja gefüllt mit vielen Aufsätzen von guten, lieben Kollegen, die auch zu verschiedensten Punkten eben da beigetragen haben. Aber uns allen war es eben ein Ziel, eben zu zeigen, es gibt ein alternatives, konservatives Europa, das ist erheblich besser und zukunftsträchtiger als das, was wir gegenwärtig haben. Und dem Bürger eben auch zu zeigen, bekennt ihr euch zu einem gewissen Patriotismus, dann bedeutet das nicht unbedingt den Rückkehr zum Nationalstaat. Man kann das Ganze eben auch transzendieren. Und ich würde sogar sagen, dass gerade heute, wenn man sozusagen den deutschen Nationalstaat oder französischen Nationalstaat retten will irgendwie, gerade dann muss man die europäische Ebene integrieren und stärken in einer konservativen Reihe, weil zunehmend, denke ich, diese europäische Struktur das sein wird, was noch übrig ist vom Nationalstaat, eher stärken wird. Mhm. Das klingt jetzt aus einer EU-Perspektive schon fast zynisch, weil genau das Gegenteil gegenwärtig läuft. Aber es ist eben wichtig, dass nach vorne zu setzen. Deshalb sehe ich ja auch als Beispiel für ein solches konföderales Europa das Heilige Römische Reich, das Sacrum Imperium. Das ist für meiner Sichtweise aus, vor allen Dingen seiner Hochphase, das perfekte Beispiel einer gelungenen internationalen, also übernationalen Zusammenarbeit europäischer Menschen, die eben in verschiedensten Regionen, verschiedensten politischen Körperschaften, die sie gebildet haben, da ihre Autonomie wahrten und trotzdem geschützt waren gegen potenzielle Angriffe von außen. Und das Ganze eben auch noch gegründet war
auf eine transzendente Idee, nämlich der Reichsgedanke und das Christentum. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Ja. Wie lässt sich das denn jetzt in politische Strukturen und Prozesse übersetzen? Wir hören ja, also ich meine, wir haben jetzt eben diese EU und wir haben dort ja auch die EVP-Fraktion zum Beispiel als die größte Fraktion, die eigentlich ja sich christdemokratisch und konservativ nennt. Letztens habe ich in einem Interview mit Viktor Orban gelesen, dass er sagte, das ist eine doktrinär linke Fraktion. Also wie übersetzen wir dass die Intention der Konservativen denn in politische Strukturen und Prozesse, wo man ja schon mit Blick auf das EU-Parlament sehr, sehr häufig sich des Eindrucks nicht verwehren kann, dass dort extreme Uneinigkeit unter den konservativen, bürgerlichen, christlich geprägten Parteien herrscht. Ja, das ist auch absolut der Fall. Ich sehe aber gegenwärtig schon eine zunehmende Annäherung der konservativen Parteien, mit Ausschluss der EVP natürlich, die man tatsächlich nicht unbedingt konservativ bezeichnen kann, jedenfalls nicht in ihrer tatsächlichen Haltung. Nein, gegenwärtig ist der Konservatismus auf dieser Ebene natürlich vor allen Dingen durch den ECR und die ID-Fraktion vertreten. Man sieht, dass beide sich allmählich annähern, dass es zunehmend auch eine Zusammenarbeit gibt, dass es fast jede zwei Wochen gibt es irgendwo eine Konferenz in Europa, wo eben auch versucht wird, diese Annäherung zu verstärken. Da ist natürlich auch noch viel Arbeit zu machen. Aber ich bin schon, jedenfalls mittelfristig, optimistisch, dass es dazu kommen wird, dass es zur Bildung einer größeren, konservativen, aber doch europakonstruktiven Fraktion kommen wird. Und das hat natürlich dann schon ein gewisses Gewicht. Natürlich glaube ich nicht, leider, dass man auf organischem Wege, durch friedliche, demokratische Wahlen Jahr für Jahr es schaffen könnte, dieses System irgendwie umzureißen. Sondern? Ich denke schon, dass wir durch eine konfliktuelle Zeit gehen werden. Das befürchte ich. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich Unrecht habe. Aber ich denke, dass gegenwärtig Europa und unsere Politiker sich ad absurdum führen, dass Ganze gewissermaßen gegen die Wand fahren. Ich meine, gerade jemand, den man sicherlich nicht des Rechtsextremismus zeigen kann, nämlich Emmanuel Macron, redet regelmäßig von der Gefahr von Bürgerkrieg in Frankreich. Das ist jetzt etwas, das man spürt, allein schon in der Luft liegt, wenn man mal durch Paris geht. Also da denke ich schon, dass wir durch eine größere Umbruchsphase gehen werden, wo, du erwähntest es ja eben auch selbst, wo wir eine gewaltige Wirtschaftskrise haben, große Rezession, wo wir dann auch eigentlich die Parallelgesellschaften nicht mehr alimentieren können, die sich ansonsten irgendwo dann jetzt bedienen müssen, dass es zunehmend eben auch Unsicherheit in den Straßen gibt, dass Sachen wie die Gelbwestenbewegung endemisch in ganz Europa ähnlich stattfinden wird, Sachen wie Clankriminalität, wie Terrorismus oder sowas. Da denke ich schon, dass wir da eine viele Jahre dauernde Umbruchsphase haben, in der viele alte politische Gewissheiten einfach verschwinden werden, viele Parteien vielleicht auch untergehen werden. Und das, was uns heute sozusagen in den letzten Ausläufern so dieses, sagen wir mal, nachkriegspolitischen Systems, was uns jetzt ohne jegliche Möglichkeit es bewegen zu können, unbeweglich scheint, durchaus sich schnell ändern kann. Wir haben das ja gesehen, gerade in Frankreich, dass die Gesamtheit der etablierten Parteien, die vorher noch über Jahrzehnte hinweg die Frankreich stabilisierten, das heißt die Sozialisten auf der einen und dann die Erben de Gaulle auf der anderen, wo man ja schon sagte, das ist ein Zwei-Parteien-System. Beide sind implodiert. Beide gibt es nicht mehr. Letztlich sind andere Parteien an die Stelle getreten. Jemand wie Emmanuel Macron, ihm ist es gelungen, sagen wir mal, innerhalb weniger Wochen eine Partei, wer weiß mit welchen Geldern, aus dem Boden zu stampfen und auf einmal das gesamte Parlament zu übernehmen. Das hätte vor 15 Jahren niemand für möglich gehalten. Und ähnliche Entwicklungen gibt es ja nun auch überall. Ich denke an Trump zum Beispiel, auch diesen sehr unerwarteten Aufstieg. Ich denke, wenn wir eine Krise haben, dann wird sehr vieles, was jetzt völlig unmöglich scheint, auf einmal auf der Tagesordnung stehen. Und dann mag es natürlich auch sein, dass wenn wir jetzt daran arbeiten, wir es vielleicht schaffen könnten, auch langfristig und auf einem traurigen und wahrscheinlich auch gewaltsamen Wege am Ende davon es schaffen, die Leute zu überzeugen, nur eine Rückkehr
zu konservativen Werten, zu einem positiven Abendlandbild, kann diese ganze Situation noch halbwegs stabilisieren. Und dann lässt sich eine Neuordnung vielleicht auch der europäischen Institutionen denken. Das ist jetzt sozusagen das hoffnungsvolle Schlusswort. Lieber David, ich danke dir sehr, dass du dich auf den weiten Weg gemacht hast, hier nach Berlin in unsere Sendung zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.